Hallo Holger, du hast als erstes zugeschlagen bei der kleinen Hexe, wie ich sie mal so nennen darf. Ja, die hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, den Akku das erste Mal so voll zu hauen, dass er als Fütterakku angesehen wird. Die Vorgeschichte von dem Akku kannst du in den zwei vorigen Videos sehen. Da habe ich die mit den anderen zwei RMF-Chargern schon mal etwas vorbehandelt. Und jetzt mal schauen, ob ich recht behalte. Und ob der hier wirklich bei 1,6 Volt bleibt, ne, wenn wir das dann laden, oder ob er dann wieder auf 1, oder 2 Volt hochgeht. So, also hier den rechten Knopf lange gedrückt halten, dann kommst du hier in das Einstellungsmenü. Wenn du nochmal lange drauf gedrückt hältst, kannst du hier drüben runtergehen und hier drüben kannst du wieder hochgehen. Wir gehen erstmal runter auf die normale Ladeabschaltung von 1,7 Volt. Bin ich mal gespannt. Upsala, jetzt sind wir zu weit runtergegangen. Ja, Eddie, du maunkst schon rum. So, gut, bei 1,7 Volt sind wir. Müssen wir vorne nochmal ausschalten. Und nochmal einschalten. Was geht denn? Hast du Hunger oder was? Willst du auch mit drauf sein? Ja. Naja, wir können uns ja wieder so ein Ding bauen, Eddie. So wild ist es nicht. So, sind wir jetzt dabei? Jetzt sind wir dabei. Okay, na dann, so hier ganz links runterdrehen, dann ist aus, ne? Und wenn man dann hier nach rechts hochdreht, ist dann hier so ein kleiner Knackpunkt, dann ist eingeschalten und irgendwann dann fängt es an. Ach so, haha, ja, jetzt können wir ja hier vorne, der geht leider erst ab 3 Volt los. Da geht erst ab 3 Volt los. Also müssen wir hinten mal die Voltzahl ein bisschen beobachten. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung hier. Hihi. So. Na? Was tut er? Jetzt tut er was. Ja, jetzt kann ich natürlich bei einem Akku. Ah, das habe ich nicht bedacht. Ich hoffe, du kannst es mir verzeihen. Bei einem Akku alleine kann man jetzt die Milliampere nicht beobachten, was reingeht. Weil hier vorne das Messgerät erst ab 3 Volt losgeht. Kann man das hier nur über Gefühl machen? Ich gehe immer weiter höher, immer weiter höher. Ich gehe mal hier bis 1,5 Volt. Weil es hört sich schon kräftig an. Der hört sich schon sehr kräftig an. Ja, tja, kleines Manko. Das hatte ich jetzt so nicht bedacht, ne? Dass die Anzeige hier vorne natürlich erst ab 3 Volt losgeht. Na gut, Moment. Am wenigsten mal schauen. Mit einem Ampermeter, wie viel da reingeht. Ja, doch schon 500 Milliampere haben wir jetzt. Und es sieht also sehr gut aus, wenn er jetzt schon 500 Milliampere hat und hier immer noch bei seinen 1,5 Volt jetzt, na, ist langsam gestiegen vorhin, ist er schon bei 1,6 Volt, wenn er jetzt so langsam steigt. Er wird wieder normal, ja, es pendelt sogar wieder runter auf 1,5 Volt. Tja, also dafür bin ich begeistert, dass mit der Ach, Anzeige hier tut mir jetzt echt verdammt leid, dass das erst also bei 2 Batterien in Reihe wird funktionieren, ne? Wenn das hier ab 2,5 Volt oder 3 Volt, glaube ich, geht es hier los. Tja, dann würdest du auch die Ampere sehen, ne? Alles, was mehr als 2,5 Volt ist, aber alles, was unterhalb ist, kannst du zwar auch laden mit einer Ladeabschaltung, aber da die Ampere nach Gehör einstellen sozusagen. Na gut, ich lasse mir was einfallen. Und dann hast du lange Spaß dran. Falls doch irgendwas mal passieren sollte und du kannst das nicht irgendwie selber reparieren, sag mir Bescheid. Kontakt habe ich dir mitgegeben. Ne, wenn irgendwas dran kaputt ist, sofort auf alle Fälle melden. Das muss ja dann behoben werden. Auch im Sinne der nächsten RMF-Charger, die dann gebaut werden wollen. Ja, da also keine Skrupel haben, melde dich ruhig. Wenn es unverschuldet ist, kostet dich das auch nichts. So, hier ist dann eine Sicherung drin, irgendwas zwischen 5 und 10 Ampere reinstecken. Ja, die Schaltung ist bis 10 Ampere maximal ausgelegt, aber da bringt ja nur eigentlich vom Trafo her 5 Ampere maximal. Wie gesagt, die 5 Ampere Sicherung, die hier eingebaut ist, die kam nicht, wo ich meinen Lithium-Akku geladen habe und der 10 Ampere reingehauen hat. Und falls das doch mal passieren sollte, ne, machst halt eine 7,5 Ampere Sicherung rein, aber normalerweise ist nicht dafür ausgelegt, mit mehr als 5 Ampere zu fahren.
falls doch mal passieren sollte. Und wie gesagt, das ist wie so ein Sportwagen ohne technischen Schnickschnack, ohne irgendwelche technischen Schnickschnackbegrenzungen. Da musst du wirklich genau wissen, was du machst. Aber ich denke, ihr freundet euch da schon an. Alles klar, so, anheben kannst du es hier oben am Lüfter. Der ist stark genug verschraubt mit festen Schrauben. Da passiert nichts. Das ist praktisch hier dann die zum Rumtragen. Hier an der Seite kannst du zwar auch hochheben, aber das mal bitte tun, dich trotzdem vermeiden, weil das ist nur angeklebt. Zwar mit bombenfestem Kleber, aber trotzdem, man muss es nicht heraufbeschwören, weil hier unten drunter sind die lebensgefährlich spannungsführenden Teile, die dann praktisch hier zum Relais führen, was dann praktisch die Ladeabschaltung. Die Ladeabschaltung schaltet dir das komplette Netz weg, wenn die Batterie leer ist. Da wird dann praktisch auch kein Leerlaufstrom vom Trafo mehr gezogen dann. Ja, also falls die Ladeabschaltung dann mal kommt, auch unabsichtlich, wird sie wieder resettet, indem du einfach wieder ausschaltest, wieder einschaltest, dann ist alles wieder resettet und das Spiel kann von neuem beginnen. Alles klar. So, viel Spaß euch zweien. Ist natürlich jetzt scheiße, dass ich das jetzt hier, dass das jetzt nicht angeht. Bei der einen einzigen. Ah naja, bei allen anderen geht's ja. Nee, so geht es nicht, habe ich mir gedacht. Zu dem Preis kann ich dir jetzt nicht ein Ladegerät verkaufen, was unterhalb von 2 Volt dir nichts anzeigt. Das geht nicht. Hast Glück gehabt, war noch ein bisschen Platz drin gewesen. Konnte ich noch ein extra Netzteil einbauen, was 5 Volt Versorgungsspannung für dieses Panel nonstop liefert. Somit kannst du dann ja, bis 0 Volt runter zu alles messen und siehst dann auch die Milliampere, die reingehen. Hier an der Seite hast du nochmal die genaue Voltzahl. Das ist so eine Pi mal Daumen Voltzahl. Jetzt geht das Panel hier bis 100 Volt maximal. Trotzdem nur bis 30 Volt kannst du Sachen laden. Jawohl. Und da kommt schon die Ladeabschaltung. Ich habe ja immer noch 1,7 Volt drin gehabt. Aber funzt. Funzt, wie es funzen soll. So, warten bis er wieder einschaltet. Klack. Und dann fahren wir nochmal mit ein bisschen weniger Milliampere. So mit 200 vielleicht. Na, wann kommt er? Da kommt er. So, mal mit 120 Milliampere erstmal. Hier drüben bin ich ja bei 1,7 Volt immer noch. Und sie ist ja noch nicht ganz fit, unsere Zelle. Alles klar. Gut, funktioniert es, wie es angegeben ist.